Knapp 30 Jahre Detektiv Conan, so viele verschiedene Charaktere und Fälle und jeder hat bestimmt seine Favoriten. Doch was sind die Favoriten der japanischen Synchronsprecher? Wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Ranmori wünscht euch ganz viel Spaß beim neuesten Video von Kaito Akai. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Im Zuge der Promotion zum Detektiv Conan Kinofilm 27. Milliarden-Dollar Pentagramm gab es in Japan im Da Vinci Magazine einige Autobiografien, wo unter anderem die japanischen Originalsynchronsprecher gefragt wurden, und zwar nach ihren Favoriten. Letztes Mal gab es die Episode mit der Stimme von Kogoro und diesmal mit Horikawa Ryo, Stimme von Heiji. Hier geht es erstmal um die Frage, welche Persönlichkeit gefällt ihm am besten? Die Antwort bezieht sich also auf die Lieblingsperson und hier antwortet er nicht Heiji, nein, sondern Ai Haibara. Hierzu gab es sogar noch eine Begründung, ich zitiere grob übersetzt. Ai Haibara ist eine der wenigen Personen, die das Geheimnis hinter Conan kennt und selber wegen der Droge des Apoptoxins 4869 zu einer Grundschülerin degradiert wurde. Zudem ist die Freundschaft zu Conan anders als die Freundschaft von seiner zu Heiji. Und dieser Unterschied ist einfach magisch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Begründung, zumal wir auch wirklich sagen müssen, dass Ai Haibara wahrscheinlich auf jeden Fall zu den Top-Favoriten gehört, wenn es darum geht, eine unglaublich krasse Charakterentwicklung vollzogen zu haben. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ihn am meisten beeindruckt hat in Form einer Folge, eines Falles, eines Filmes. Hier hat er geantwortet mit der Folge 118, das ist, um genau zu sein, die Morde in Osaka bzw. der Serienmörder von Osaka. Wer das Ganze nochmal nachlesen will, kann dies gerne tun, Band 9. Kapitel 185 bis 188. Ein sehr, sehr rougher, krass gut inszenierter, brutaler, aber auch sehr, sehr tiefer Fall. Hier hat er auch gesagt, es gibt eine Szene, in der Heiji den Kriminalbeamten zurechtweist und zu ihm sagt, das Kirschblütenabzeichen, das du auf dein Tagebuch geklebt hast, bringt dich zum Weinen. Unter anderem wissen wir, dass das Kirschblütenabzeichen bzw. die Kirschblüte das Symbol der japanischen Polizei ist. Das ist sein Lebensstil, der niemals Kompromisse bei der Wahrheit eingeht. Und dieses Sprichwort fand er so unglaublich schön. Und das ist es ja, man verschreibt sich einer Sache, man verschreibt sich etwas dem Gesetz, einer Symbolik, man verschreibt sich einfach einer Sache, die größer ist als man selbst. Und das ist unglaublich nice und dieses hat ihm halt sehr, sehr gerührt. Ich hoffe, diese Begründung fandet ihr cool. Meiner Meinung nach wurde es hier auch auf jeden Fall besser begründet als unter anderem beim Kogoro Mori Sprecher. Schreibt mir mal in euren Worten bzw. einfach mal in den Kommentarbereich nieder, was haltet ihr von seinen Antworten? Kann man die nachvollziehen? Hat er sie gut begründet? Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.